Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche sind wir erneut im Auftrag des Alltags unterwegs, um einmal zu schauen, was von den Menschen übrig geblieben ist, die über Jahre, ja vielleicht Jahrzehnte oder auch nur einige Monate hier gewohnt haben. Ich kann euch sagen, es kam alles etwas anders als erwartet, aber das seht ihr am besten gleich selbst. Solltet ihr weitere Videos im Bereich der verlassenen Orte oder der sogenannten Lost Places sehen wollen, vor allem wenn es um den Osten Deutschlands geht, dann hilft nur ein Blick auf unseren Kanal. Dort findet ihr mittlerweile hunderte solcher Videos und wenn ihr einmal bei uns seid, dann abonniert uns am besten gleich mit. Damit unterstützt ihr uns und verpasst in Zukunft keine weiteren Folgen. Aber nun geht es erst einmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch das trügerische Bild eines verlassenen Wohnhauses. Auf der Durchreise durch Lost Place City, und die Kenner unter euch werden wissen, in welcher Stadt wir uns befinden, trafen wir eher zufällig auf das hier gezeigte Objekt. Das längst geschlossene Geschäft im Erdgeschoss und nicht zuletzt der Gehweg um das Gebäude machte uns auf das Mehrfamilienhaus aufmerksam. Des Öfteren kamen wir hier in der Vergangenheit vorbei, doch dieses Mal half nur ein Blick in den rückseitigen Hof, um zu klären, was es mit der Immobilie auf sich hat. Der Putz war bei weitem nicht so desolat wie in weiten Teilen der Stadt. Hier hatte sich jemand große Mühe gegeben, dem fünfgeschossigen Gebäude wieder Leben einzuhauchen. Naja, zumindest rein optisch. Ein augenscheinlich neues Dach und auch die auffällig grüne Fassadenfarbe waren mit Sicherheit bei weitem nicht so alt wie der unsanierte Zustand im Inneren. Während andernorts die Immobilienpreise durch die Decke schießen, gibt es hier Gebäude in deutlich besserem Zustand für unter 200.000 Euro zu haben. Es mangelt nur an Investoren, auch wenn es mittlerweile schon diverse Initiativen gibt und sich etwas regt. Am Ende bleibt es abzuwarten, wie sich der Wandel weiter fortführt und wie sich die Stadt und ihre Gebäude dadurch verändern werden. Denn vieles ist längst nicht mehr rettbar, manches bereits abgerissen. Wir waren zugegebenermaßen von der äußeren Optik und dem tatsächlichen Inlay etwas vor den Kopf gestoßen. Die straßenseitige Optik war nichts als Fassade, so oder so. Im Inneren wartete Verfall in höchstem Maße und das schon im Erdgeschoss. Ähnliche Gebäude findet man hier in gefühlt fast jeder Straße, doch in diesem Fall hatten wir eher mit einer Bauruine oder einem rohbaulichen Zustand gerechnet. Im Erdgeschoss des Mehrfamilien- und Geschäftshauses war eine New Yorker Filiale untergekommen. Ob es sich hierbei um einen New Yorker handelt, wie wir ihn kennen, konnte ich nicht ausschließen oder klären. Zumal es keine Liste ehemaliger Filialen gibt oder ich so einen nicht fand. Die Vermutung kommt auf, dass das Geschäft schon in den frühen 2000er Jahren aufgegeben wurde. Ganz genau lässt sich das aber nicht beziffern. Leider gab es keine weiteren Infos zum Geschäft an sich. Der Keller war durch Unrat und Müll nicht betretbar, also ersparten wir uns diesen Bereich und gingen weiter nach oben. Was uns hier erwarten sollte, kündigte sich schon im Verkaufsraum an. Ab dem Erdgeschoss zeigte sich das Gebäude in einem desaströsen Zustand. Je höher man kam, desto weniger konnte man betreten oder sehen.
Viel über die Bewohner konnte man entsprechend leider nicht mehr herausfinden, vor allem weil die Räume und Wohnungen nicht mehr zugänglich waren. Mitunter fehlten ganze Wohnungen und Räume, welche durch Deckeneinstürze nicht mehr zugänglich oder komplett verschwunden waren. Diese Deckendurchbrüche reichten vom aufwendig ausgebauten Dachgeschoss bzw. Spitzboden bis zum New Yorker Geschäftsbereich im Erdgeschoss. Geschätzt waren nahezu 40% mehr oder weniger nur noch eine Hülle und das Haus somit akut vom Einsturz bedroht. Ein Wunder, dass noch nichts passiert ist, aber von außen ist fast nichts zu sehen. Eine gefährliche Mogelpackung für viele Menschen, die hier jeden Tag nichtsahnend vorbeigehen, wie wir finden. Die Durchbrüche sind vermeintlich schon vor dem neuen Dach entstanden oder ein Dachfenster war kaputt und die Witterung zog ein. Das geht bei solch alten Gebäuden relativ schnell dann mit dem Verfall. Vielleicht wollte man nach dem neuen Dach im Inneren klar Schiff machen, dafür fehlte aber jegliche Sicherung und auch die Hinweise hielten sich zu diesem Teil recht begrenzt. Eine genaue Abfolge lässt sich somit nicht sicher herleiten. Während andernorts fleißig saniert wird, stehen auch heute noch im Stadtgebiet ganze Häuserzellen und Höfe leer, sich selbst überlassen und dem Verfall preisgegeben. Ein Beispiel wie dieses hier. Der einzige Vorteil für uns ist das ein Mekka an Objekten. Seit Jahren kommen wir in Abständen hierher zurück. Bisher immer mit neuen Objekten. Erschreckend eigentlich, aber so ist es nun einmal. Aber nun gebe ich die Frage gerne an euch weiter. Was sagt ihr zu diesem Wohnhaus? Um jeden Preis retten, trotz fehlendem Denkmalschutz, denn das Gebäude taucht auf keiner dieser Listen auf oder hilft hier nur noch ein Abriss? Was würde denn so ein Ausbau kosten? Was denkt ihr? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier an diesem Objekt schießen konnten und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert uns für viele kommende Folgen in der Zukunft. In diesem Sinne bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.